Hallo und herzlich willkommen bei meinem Minecraft Let's Play und jetzt diesmal ein richtiges Let's Play mit neuer Welt und auch kontinuierlicher Welt. Wir werden jetzt immer da weiterspielen. Es wird eine eigene Let's Play Welt, die wirklich auch nur in den Videos verändert wird. Offscreen wollte ich jetzt so nicht sehr viele Sachen machen, deswegen fangen wir gleich an. Ich zeige euch erstmal die Modifikationen, die ich verwenden werde. Hier Forge Mod Loader, nämlich für More Creatures Mod, also neue Tiere hinzufügen und so. Das ist schon ein bisschen Abwechslung. Hier Minecraft Forge. Optifine ist ja logisch, muss sein, sonst kann man schlecht aufnehmen. Und Matmos und noch einen speziellen Soundpack für halt die nötige Atmosphäre. Und das ist schon gut. Mehr Modifikationen sind nicht drauf, denn das geht alles auf die Kosten von der Framerate und es soll ja auch schön angucken zu sein. Gut, hier habe ich den super Craziness. Wir machen jetzt aber eine neue Welt. Das wird natürlich die Let's Play. Lassen wir Let's Play. Blup. Natürlich auf Survival. Ich spiele das Spiel übrigens auf Englisch, weil das bei dem MoCreatures Mod auch alle Items auf Englisch sind und deswegen passt das besser. Ich denke, das wird okay sein. Der Gronkh spielt ja auch auf Englisch, das ist schon, denke ich mal, okay. So, hier, ja, Default alles so lassen. Was machen wir denn für ein Seed? Ich kenne gar keine, ich kenne nicht so viele Seeds. Was könnte man denn nehmen? Wir nehmen Let's Play. Dann mal ein super Kürzel. Ah, das Ziel muss groß. Fertig. Und neu erstellen. Da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt landen werden. So. Und wir befinden uns in der neuen Welt. Aha, Graslandschaften. Hab ich nichts gegen. Und hier ein kleiner Untergrundsee. Epische Berge. Oh, und die erste Kohle. Übrigens, das Texture Pack ist das R3D Craft oder R3D Craft für die zum Deutsch aussprechen. Und das ist nämlich das Original Texture Pack, nur mit so einem 3D-Look praktisch. In der 32x32 Auflösung, sonst dauert das einfach, bis hier die Framerate wieder stabil ist. Ich hoffe, die wird sowieso stabil. Hier ist schon diese Steinformation und da gibt es schon Kohle. Aber erstmal werde ich mir ein paar Schweine jagen. Oh. Samen. Gut, das erste Item, was ich aufgesammelt habe, sind Samen. Und hier sieht es ziemlich nach einem Grafikfehler aus. Ja, richtig. Gut. So. Jetzt mache ich mich an Schwein. Und lässt nichts fallen. Na toll. Oh, hier. Er hat eine ganze Schweinception stattgefunden. So, hier wahllos irgendwelche Schweine verkloppen. Hauptsache, wir kriegen etwas Fleisch, damit wir auch schon nicht direkt sterben. Du. Los, stirb. Ja. Ah. Bäume werden jetzt auch ganz nett. Aha. Da gehen wir doch gleich mal hin. Samen haben wir. Da könnten wir notfalls jetzt schon Brot anpflanzen. Oh, Zuckerrohr natürlich auch. Sofort alles mitnehmen. Und was haben wir denn da? Ein paar exotische Vögel. Deren Heimat ich jetzt zerstören werde. Mich jetzt hier weg. Nee.
Nee, die Framerate spielt nicht mit, also in den Video-Settings muss ich gerade mal den Texture-Pack wechseln, nämlich zum normalen. Das ist nämlich ein großer, großer Unterschied. Hoffentlich auch beim Aufnehmen. Nein, so gut wie gar nicht. Wie gesagt, bald, wenn ich meinen neuen Computer bekomme, dann geht's auch los und ich nehme ja auch ein Full HD auf im Moment. Aber jetzt geht's so ungefähr auf 25 FPS, das dürfte erstmal reichen. Ist ja der übliche PAL-Wert, also für europäische Formate ist das gerade so ausreichend. Natürlich beim Welten generieren deutlich weniger. Oh, der Kollege mag uns nicht. Ja, stirb an Holz. Meine Güte, wir haben ihm gar nichts getan. Jetzt ist es kritisch. Der alte Pisser, ey. Ich habe auch sehr wenig Erfahrung mit dem More Creatures Mod. Ich habe den... gestern habe ich den mal installiert und ich habe eigentlich noch ziemlich keine Ahnung, was diese Items alle bringen. Und jetzt habe ich auch die Sachen alle verloren. Das ist ja echt super, weil dieses Drecksvieh von Tiger mich da einfach angegriffen hat. Ja, das war ja ein Löwe jetzt oder so. Irgendeine Großkatze hat uns da angegriffen. Ah, so ein Bullshit aber auch. Oh, was haben wir denn da? Ein Ei? Dark Snake Egg. Ein Schlangenei. Sonderbare Items. Ich will eigentlich nur noch ein... Och, direkt ein Setzling. Wo kam das denn jetzt her? So. Setzling auch schon verwendet. Jetzt geht's ans Holzfällen. Mit Zuckerrohr ist das natürlich sehr praktisch. Wo ist der andere? Ah, da. So, und jetzt geht's an die anderen Blöcke. Und bald bräuchten wir ein Eigenheim. Aber die Erdhütten sind ja so schön, deswegen bauen wir uns erstmal eine Erdhütte. Selbstverständlich. Wie wär's hier? Das wäre doch schön. Ich glaube, hier bleibe ich wirklich. Und diesen Setzling da im Boden, den brauchen wir jetzt aber nicht. So, Erde drauf und hier wieder neu pflanzen. Oh, schon wieder ein Setzling. Hm. Hier macht sich der gut. Aha. Eine Ente. So, jetzt kriegst du Fett auf dem Schnabel. Hey. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich verklopp dich mit Samen. So, Ente. Die sind auch so flink. Jo, dankeschön. Ja, eben hatten wir noch den Apfel, aber ich kehre jetzt nicht zu unserem Punkt zurück. Wir hatten so wenig Sachen, das lohnt sich gar nicht. Hier ist noch der eine Setzling, der nicht runterkommen will. Aha. Jetzt haben wir wieder Setzlinge. So, hier noch einen hin und hier noch einen hin. Und da oben. Nee, da nicht. Hier. Und hier haben wir genug Enten, also genug Essen haben wir schon mal. Das sind schon wieder Samen. Ich weiß gar nicht, habe ich die eben beim Entenjagen verkloppt? Auf jeden Fall würde ich dann auch mal Brot anpflanzen. Wir müssen ja schließlich überleben hier. Wir sind ja auch schon kläglich gescheitert an diesem blöden Großkatzenvieh. Hier nichts zu sehen, oder wie, ne? Ah. Oh. Sind wir doch noch hierher zurückgekehrt? Oh. Was sind das hier für... Ist das hier... Zack. Zack, zack. Was ist das bitte schön? Shark Teeth. Ist hier ein Hai unterwegs gewesen? Ist ein Hai gestorben? Und wo ist das Großkatzenvieh? Das haben wir noch nicht besiegt. Das hat uns besiegt.